Hallo Zajo. Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Tajos Angst vorm Fliegen. Hätte uns Brody keinen Streich gespielt, hätten wir den Kurs beenden können. Melody ist auch nicht ganz unschuldig. Merkt ihr meine Worte? Irgendwann werde ich es diesen beiden blöden Fieslingen heimzahlen. Ja, weil du die beste Zauberin aller Zeiten wirst. Danke dir, Tayo. Aber jetzt im Ernst, was muss ich bloß tun, um gut im Zaubern zu werden? Natürlich üben, du Dummchen. Wollen wir nach dem Unterricht gleich damit beginnen? Ja, das klingt gut. Ich denke, wir sollten mit dem Fliegen anfangen. Fliegen üben? Das sieht nicht gut aus, Mist! Fliegen macht mir Angst. Was ist los, Tayo? Nun ja, also... Eigentlich denke ich, Tayo, komm her! Okay. Wow! Was ist das, Luna? Die Ankündigung für das Zauberturnier. Moderatorin! Das Turnier bestimmt, welcher Schüler die besten Zauberfähigkeiten besitzt. Ja, ich weiß. Und wenn man gewinnt, erhält man den Zauberanhänger. Da hat ja jemand aufgepasst. Was, ein Zauberanhänger? Wozu ist der gut? Er verleiht dir Kräfte. Sehr, sehr starke. Mit ihm kann man noch besser zaubern, weißt du? Wow, ist das cool. Tayo, lass uns am Turnier teilnehmen und den Zauberanhänger gewinnen. Klingt gut. Aber zuerst müsst ihr für die Teilnahme eine Medaille finden. Stimmt, ja, richtig. Was ist das? Es sieht aus, als hätten Brody und Melody die erste Medaille schon gefunden. Es gibt nur 10 Medaillen, also beeilt euch besser. Wir schaffen das. Lass uns los und die Medaille finden. Ja, los geht's. Komm schon los. Ist hier eine? Leider nicht. Da ist keine Medaille. Lass uns hier gucken. Lauf, Nikos. Da ist eine Medaille. Alles klar. Hab eine gefunden. Ich wusste, dass du es schaffst. Lass uns los. Okay. Oh Mann, haben die ein Glück. Also okay, die nächste Medaille ist unsere. Luna, hast du vielleicht schon was gefunden? Boah. Nein, überhaupt nichts. Nur etwas Grünzeug und Gras. Ich hab eine. Ich auch. Oh, wieso finden wir denn keine? Tayo. Siehst du da unten was? Nein, nicht eine einzige Medaille. Luna, hilf mir, ich stecke fest. Öffnosus! Es ist offen. Ihr wurde noch nicht gefunden. Beeilt euch besser. Was? Oh, Luna, was sollen wir nur tun? Oh, wo kann diese letzte Medaille denn nur stecken? Dort oben haben wir noch nicht nachgesehen. Tayo, flieg nach oben und sieh auf dem Dach nach. Ich soll fliegen? Ach, wieso sollte denn bitte da oben eine Medaille sein? Wer weiß, sieh einfach nach. Luftikus! Warte, aufhören! Stopp, bitte lass mich runter und zwar sofort! Was? Oh, okay. Was ist denn los? Du kannst nicht einfach so drauf loszaubern, du musst mich vorwarnen. Aber wir haben keine Zeit, wir müssen die Medaille finden. Ich muss
gestehen, nach dieser schrecklichen Sache mit dem freien Fall habe ich jetzt ganz große Angst vorm Fliegen. Angst? Oh. Es gibt nichts, wovor du Angst haben müsstest. Hör zu, du musst dich schon zusammenreißen, denn keine Medaille bedeutet kein Turnier. Ist dieses Zauberturnier wirklich so wichtig für dich? Aber natürlich, denn wenn wir gewinnen, dann können wir endlich... Dir geht's doch nur um dich, deshalb haben dich auch all deine Zauberpartner verlassen. Was? Ich kann keinen Zauberpartner brauchen, der sich nicht mal zu fliegen traut. Hm. Ach ja, und ich brauche niemanden, der die ganze Zeit nur an sich denkt. Hm. Sie sind wieder verschwunden. Wo können sie nur abgeblieben sein? Was, wenn sie den Sonnenstein in ihre Hände kriegen? Was sollen wir dann tun? Hm, dann müssen wir wohl mit dem Mondstein zurückschlagen. Das ist das Einzige, was mit dem Sonnenstein mithalten kann. Aber wir müssen verhindern, dass das jemals passiert. Deshalb musst du weiter nach Hinweisen suchen. Natürlich, das werde ich. Tayo war voll gemein. Ach, auch egal, wo ist die letzte Medaille? Hä? Hier bin ich ja noch nie gewesen. Vielleicht ist die Medaille ja dort. Keine Bewegung! Da darfst du auf keinen Fall rein. Der Zutritt ist strengstens verboten. Wirklich? Tut mir leid, das wusste ich nicht. Es ist gefährlich, also nicht betreten. Muss los, muss los. Bitte, was soll daran denn gefährlich sein? Wow, was für eine große Statue. Ein bisschen gruselig. Sobald ich die Medaille gefunden habe, bin ich weg. Alles, was Sie interessiert, ist dieses doofe Turnier. Tayo! Hallo, Asura. Wie geht's dir? Hast du eine Medaille gefunden? Nein, noch nicht. Wir hatten einfach kein Glück. Das ist ja schade. Du musst ziemlich enttäuscht sein, denn Luna wollte doch unbedingt mitmachen. Ja, das will sie wirklich. Wahrscheinlich, um dann vor ihren Freunden damit anzugeben. Was? Luna wollte doch nur deinetwegen unbedingt teilnehmen, Tayo. Hat sie das wirklich gesagt? Sie will diesen Anhänger, um ihre Zauberkraft zu stärken, damit sie damit deine gefangenen Freunde finden und retten kann. Was? Oh, deshalb also... ich muss ganz schnell los. Bis dann. Ja, bis dann. Die ohne Erlaubnis diesen Raum betreten, werden ihn niemals mehr verlassen. Geh weg! Ja! Stopp! Luna, bist du okay? Tayo! Die ohne Erlaubnis diesen Raum betreten, werden ihn niemals mehr verlassen. Oh. Verschwind die Bus! Nein! Oh nein! Aha. Oh. Ah. 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 Tayo, alles in Ordnung? Ja! Luna! Schnell, spring rein! Okay! Lauf, Nikos! Halt dich fest! Das war echt ziemlich knapp. Danke, dass du mich gerettet hast, Tayo. Aber klar doch. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Aber, hattest du nicht eigentlich Angst vorm Fliegen? Oh ja, das ist richtig. Aber ich war so sehr damit beschäftigt, dich zu retten, dass ich keine Zeit mehr hatte, Angst zu haben. Ja, wirklich? Das ist echt klasse.
Tayo, da liegt etwas Glitzerndes auf dem Dach. Das sehen wir uns mal näher an. Wow. Das ist die Medaille. Bitte sehr. Ja, endlich haben wir sie gefunden. Die Medaille war wirklich auf dem Dach. Du hattest recht, Luna. Du, Tayo, dass ich dich nicht vorher gefragt habe, bevor ich gezaubert habe, tut mir leid. Das muss es nicht. Eigentlich bin ich dir dankbar. Hä? Für was? Dass du so hart gearbeitet hast. Und das alles nur, weil du meine armen Freunde retten willst. Oh. Aber das ist doch das Mindeste, was ich tun kann für meinen Zauberpartner. Danke, Luna. Ab morgen trainieren wir noch härter. Also mach dich auf was gefasst. Härter? Nein! Das Zauberturnier, Teil 1. Hallo! Tayo! Luna! Viel Glück! Herzlich willkommen zu unserem jährlichen Zauberturnier. Dieses Jahr nehmen 10 ganz besondere Teams teil. Und das Siegerteam erhält diesen magischen Anhänger. Tayo, bist du auch bereit? Ja, wir werden gewinnen und danach retten wir meine Freunde. Ich wette, ihr fliegt als erstes raus. Nein, ihr fliegt als erstes raus. Ach ja? Ich erwarte von euch, dass ihr alle euer Bestes gebt. Das Turnier beginnt jetzt. Wir starten mit dem verflixten Labyrinth. Jedes Team muss durch das Labyrinth, bevor die Sanduhr durchgelaufen ist. Die Verwendung des Flugzaubers ist strengstens verboten. Und es gibt Sprengfallen, also Vorsicht! Nun, Team 1, ihr seid dran! Was wohl im Labyrinth auf uns wartet? Was immer es ist, wir werden damit fertig. Ja. Oh nein, Team 1 ist in eine Falle geraten und ausgeschieden. Oh, da drin muss es ganz schön schwierig sein. Oh, welchen Weg sollen wir nur nehmen? Team 7, tut mir leid, aber eure Zeit ist um. Oh nein, wir hätten es fast geschafft. Juhu! Geschafft! Gut gemacht, Team 8. Das nächste Team besteht aus Brody und Melody. Rechts, links. Brody, du bist dran. Was tust du denn da? Du hast mich erschreckt. Schon gut, ich gehe ja schon. Sieht so aus, als hätte er schon wieder was im Sinn. Eure Zeit startet jetzt! Ich hoffe, dass sie kläglich scheitern. Sag sowas nicht. Wir beide wollen lieber fair und anständig gewinnen. Du hast recht. Und wir gewinnen auf jeden Fall. Überlass das mir. Ich bin ein Bus. Ich bin gut im richtigen Weg finden. Ja! Unglaublich! Brody und Melody haben einen neuen Rekord aufgestellt. Das gibt's doch nicht. Wie haben die das denn bloß so schnell geschafft? Und als letztes das Luna und Tayo-Team. Tayo, das packen wir. Ja. Bereit? Los! Beeilung, Tayo! Okay. Wir sind gefangen! Schnell, du musst irgendwas tun.
Ist das der richtige Weg? Oh, Tayo, warte mal! Komm mal zurück! Okay. Seltsam. Was war das denn? Noch so eine fiese Falle. Woher hast du das gewusst? Hier war so ein großer Stern am Boden. Der schien mir verdächtig. Das ist echt beeindruckend. Komm schon, weiter geht's. Wir sind richtig gut darin. Vielleicht sind wir ja auch die Schnellsten. Was sollen wir tun? Spinnennetzus! Es hat geklappt! Der Ausgang muss ganz in der Nähe sein. Sieh mal, da ist ja eine Brücke. Das muss er sein. Mist, die Brücke ist ja kaputt. Aber wir müssen hier rüber, um dort zum Ausgang zu kommen. Es bleibt nur noch eine Minute. Was sollen wir nur tun? Wir haben kaum noch Zeit. Luna, steig ein, na los! Okay. Wie lautet dein Plan? Mein Plan lautet, gib niemals auf! Jetzt noch 30 Sekunden. Luna, halt dich jetzt gut fest! Wow, worauf bin ich denn gelandet? Die Brücke war ja gar nicht kaputt, sie war nur unsichtbar. Noch 10 Sekunden. Tayo, wir müssen uns beeilen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sie haben es geschafft. Tayo und Luna haben die nächste Runde erreicht. Das hat sie gut gemacht. Was? Du hast den blauen Bus immer noch nicht gefunden? Es tut mir sehr leid, Lord Dio. Gray, wie schade, du enttäuscht mich. Bitte, ich flehe Sie an, geben Sie mir bitte noch eine Chance. Ich habe einen anderen Plan. Und der lautet? Ich werde Ihnen den Mondstein besorgen. Den Mondstein? Aber dieser Stein wird doch von Carly bewacht. Ja, keine Sorge, mein Plan ist gut durchdacht. Nun gut, das ist aber deine letzte Chance. Danke, ich werde Sie nicht enttäuschen. Jetzt kommen wir zur zweiten Herausforderung. Sie lautet, schnappt ihr die Fahne. Die ersten beiden Teams, die das schaffen, stehen im Finale. Bereit? Los! Luna, los, schnapp sie dir! Mhm. Hab sie! Ja, ich hab mir die erste Fahne geschnappt! Juhu! Was ist das denn? Alle Fahnen sind Attrappen, außer zweien. Es sind nur zwei Fahnen echt, also lasst euch nicht täuschen! Also echt, das hätte er uns mal etwas früher sagen können. Hab sie. Brodys Team hat sich die erste Fahne gesichert und zieht somit ins Finale ein. Brody ist schon wieder der Erste? Da stimmt doch was nicht. Es ist nur noch eine Fahne übrig. Lass uns schnell die zweite Fahne finden. Ich hab eine. Wo ist sie nur? Da ist sie! Luna, Beeilung, schnapp sie dir! Ja! Ja! Wo ist sie nur hin? Gib sie zurück, das ist meine Fahne! Da hättest du etwas schneller sein müssen, du lahme Ente! Was? Wie kannst du es wagen? Du hast schon eine Fahne, also gib sie zurück! Na, dann holt sie euch doch!
Ah, oh nein! Das war eine echte Fahne. Dann aus dem Weg, es ist meine! Oh nein, ich bin zu langsam. Tayo, mach die Tür auf! Die Tür? Ja, okay. Ja! Ja, ich hab sie! Tayo! Geschafft. Wow! Und da haben wir jetzt unsere zwei Finalisten. Welches Team gewinnt wohl den begehrten Zauberanhänger? Nun lasst uns mit der dritten und letzten Aufgabe beginnen. Achtung, Truppe! Jawohl! Die bösen Hexen und Zauberer wurden endlich aufgespürt. Ich will, dass sie sofort verhaftet werden. Also los! Ja, Captain! Begib dich zur Zauberschule und bringe Kali hierher. Wird gemacht. Captain Gray. Ja. Oh, was ist das für ein Ding? Ein Feuerdrache. Eine legendäre, kraftvolle und magische Kreatur. Und nun die letzte Herausforderung. Schnapp dir den Zauberanhänger. Das Team, das dem Drachen zuerst den Anhänger entreißt, gewinnt. Alles klar? Lass das Spiel beginnen! Frau Direktorin Kali? Gute Nachrichten! Wir haben die bösen Hexen und Zauberer entdeckt! Ja, wirklich? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich Sie sehr gern dorthin bringen. Ist es in Ordnung, wenn du allein hingehst? Ja. Du hast das Sagen hier, Bud. Bewache die Schule, während ich weg bin. Dann mal los. Direktorin? Was tut ihr denn bloß? Wir holen uns den Anhänger, das tun wir. Schnell! Ja! Und los geht's! Na, mal sehen, was ihr so drauf habt. Der Anhänger! Jetzt sind wir an der Reihe. Zuerst Unlockers! Hähnchenschenkel? Oh nein! Ah!
voll gemein. Ha, hier drüben. Komm schon, spielen wir. Perfekt, los geht's. Was haben die beiden denn bloß? Tja, dumm gelaufen. Nicht immer sind zwei Köpfe besser als einer. Oh, pass auf! Worauf soll ich bitte aufpassen? Wo ist Gray? Ich sehe ihn nirgends. Er wird gleich hier sein. Fesselus! Was tun Sie denn? Normalo, zurückkommen! Du hast mich reingelegt. Endlich haben Sie es geschnallt. Sag mir, wo Gray ist. Na, in der Schule der Magie, um den Mondstein zu stehlen. Den Mondstein? Wie furchtbar! Karabar Karadim, Enthyllium! Nun gehört dieser Mondstein endlich dem verehrten Lord Dio. Der Zauberanhänger! Das ist unsere Chance! Jetzt könnten wir uns ihn schnappen! Gewinner sind Brody und Melody!
Und die Gewinner sind Brody und Melody. Oh, wir waren so nah dran. Ich hätte wirklich gern gewonnen. Für mich hast du gewonnen. Du stehst noch ganz am Anfang und bist so weit gekommen. Du solltest wirklich stolz auf dich sein. Danke, Luna. Tut mir leid, aber mir steht der Zauberanhänger nicht zu. Was? Wieso steht er ihm denn nicht zu? Wisst ihr, ich habe vorher die Pläne vom Turnier gefunden. Muss los. Oh Mann. Die Pläne. Brody, du bist dran. Was tust du denn da? Du hast mich erschreckt. Schon gut, ich gehe ja schon. Die Schwachstellen bei einem Drachen. Bingo! Also, dieser Anhänger, er steht mir nicht zu. Tayo? Luna? Der Anhänger gehört auf jeden Fall dir. Das ist sowas von klar. Brody! Ja, das ist Brody! Ja! Das war ziemlich cool!